High-Five, Low-Five und seine Mundsauer immer noch auf dem Tisch steht, dann herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, der Kritzelart von In Your Face Gaming und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Commentary oder wohl eher einem Infovideo. Im Hintergrund seht ihr mal wieder ein Gameplay von mir, seit langem mal wieder endlich mal eins, was ich auch in einem konventionellen Shooter gespielt habe. Und jetzt werden sich einige von euch sicherlich fragen, warum's Battlefield 3 und nicht 4 ist. Ich habe tatsächlich versucht, den Wünschen von euch nachzukommen und eine Runde Battlefield 4 live aufzunehmen, aber das sah folgendermaßen aus. High Five, Low Five und wenn du Motor immer noch auf dem Tisch steht, dann herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Battlefield 4. Jetzt ist ja der Patch draußen und wo zum Teufel ist meine Waffe? Also die scheinen echt viel gemacht zu haben mit dem Patch. Sogar die Waffen sind jetzt weg. Alles ist behoben, alles gefixt, gar kein Problem. Abgesehen davon, dass von meiner Waffe jede Spur fehlte, hat es, sobald ich auf Aufnahme gedrückt habe, so dermaßen angefangen zu ruckeln, dass ich gar nicht mehr wirklich spielen konnte. Ich glaube, in dem Clip konnte man es auch halbwegs erkennen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe mich richtig gefreut auf den Patch und habe mir auch extra wegen des Patches das Spiel nochmal runtergeladen. Ohne Aufnahme läuft es auch einigermaßen flüssig und es läuft eigentlich butterweich. Also laut Anzeige habe ich da über 100 FPS. Wenn ich aufnehme, habe ich laut Anzeige immer noch über 100 FPS, aber irgendwie scheinen da einige Frames einfach abrupt zu fehlen. Also es ruckelt bei mir so derbe, dass man es überhaupt nicht spielen kann. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch in den Einstellungen einiges durchprobieren. Vielleicht kriege ich es noch gebacken, ansonsten werde ich wohl das Aufnahmeprogramm wechseln müssen. Wohl oder übel, so leid es mir tut, DXDRI ist einfach meiner Meinung nach das beste Programm, aber es gibt einfach Games, mit denen es nicht klarkommt und Battlefield 4 scheint zumindest momentan eins davon zu sein. Jedenfalls wird sich die ganze Sache mit den Live-Gameplays in Battlefield 4 um einige Tage verzögern. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, um das alles hier hinzukriegen. Ansonsten werdet ihr euch wahrscheinlich demnächst noch mit einer kleinen Überraschung, die ich einem Kollegen versprochen habe, auseinandersetzen müssen. Es ist ein Versuch. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf Dauer bei euch gut ankommt, aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Es wird ein neues Format. Ich werde an dieser Stelle aber noch nicht verraten, was genau es ist. Es wird etwas ziemlich Spezielles, aber vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen von euch. Kann ich ja noch momentan noch nicht wissen. Falls sich der ein oder andere von euch fragt, warum ich in den letzten Tagen so wenig Kommentare beantwortet habe, es lag daran, dass ich momentan damit beschäftigt war, noch möglichst schnell den Führerschein vorm Studium fertig zu kriegen und ich habe es auch am Mittwoch tatsächlich geschafft. Ich habe eine Taschenlampe und ein Stück Plastik bekommen, was mir jetzt die Macht gibt, ein Kraftfahrzeug der Klasse B zu führen. Und jetzt kann ich mich auch ohne an diese ganzen Sachen da zu denken auf mein Studium stürzen, was für euch bedeutet, weil ich erstmal pendeln muss, dass wahrscheinlich nur noch ein Video pro Woche kommen wird. Ich weiß nicht, wie ich das gebacken kriege mit dem Pendeln jeden Tag hin und her fahren, stelle ich mir ziemlich anstrengend vor. Auf jeden Fall werde ich dann euch noch informieren auf der Facebook-Seite, falls ihr diese noch nicht geliked habt, schaut mal auf den Link in der Videobeschreibung. Oder ich werde einfach noch ein Infovideo die Tage raushauen und wahrscheinlich ein kleines Resümee ziehen dazu, wie es bis jetzt gelaufen ist auf dem Kanal in letzter Zeit und wie es weitergeht. Ich habe auch einige Projekte auf dem Schirm, die jetzt auch demnächst anlaufen werden. Es wird ein Ersatzprojekt zu Noskov kommen. Ich habe noch einige Folgen Noskov vorproduziert, aber man sieht auch an den Aufrufen, dass sich nicht mehr jeder wirklich für Noskov interessiert. Deswegen wird dieses Projekt nicht mehr so oft kommen, sondern nur noch ab und zu. Auf jeden Fall wird das Projekt wieder intensiv aufgenommen, sobald das Spiel released wurde und dann werde ich auch dementsprechend Guides zu den einzelnen Klassen machen und dann werden auch selbstverständlich neue Gameplays kommen und auch neue Live-Gameplays. Ich habe auch vor, vielleicht auch mal was mit dem einen oder anderen Kollegen aufzunehmen, also dass wir auch zusammen mal eine Runde Noskov spielen, weil es ja mittlerweile geht. Weiß ich aber noch nicht genau, wie das alles ablaufen wird. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal Rise, Son of Rome im Multiplayer. Ich habe mir gedacht, nachdem wir jetzt Noskov und Chivalry hatten,
gehen wir jetzt mal in die Antike und gucken uns mal den Multiplayer von Rise Son of Rome an. Das Spiel kommt am 10. raus, also wahrscheinlich auch heute, wenn ihr dieses Video seht, bin ich auch dabei, dieses Spiel gerade runterzuladen. Es hat einen Multiplayer und ich bin echt gespannt drauf. Und wenn dieser Multiplayer mir Spaß macht und ich da nicht komplett auf die Fresse kriege, werde ich auf jeden Fall das eine oder andere Live-Gameplay davon machen. Grafisch ist das Spiel die absolute Bombe und ich war echt am Boden zerstört, als ich vor einem Jahr erfuhr, dass es nur Xbox One Only ist. Aber meine Gebete wurden erhört und dieses Spiel ist tatsächlich für den PC neu aufgelegt worden. Und weil ich ja ein absoluter Römer-Fan geworden bin seit den ersten Asterix-Games und Comics, hat dieses Spiel wahrscheinlich eine besondere Bedeutung für mich. Jedenfalls freue ich mich schon richtig derbe drauf. Der Download läuft bereits schon. Auf jeden Fall bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Gritsoldat. Thank you.